Vielleicht nochmal ganz kurz, was ist es, was du jetzt konkret machst? Also du bist Mr. Change. Was heißt das genau? Du möchtest mein Businessmodell wissen. Ein Geheimnis. Nein, die Frage ist, was machst du jetzt konkret? Ich unterstütze Unternehmen, Organisationen und Einzelunternehmer beim Thema Veränderung, weil, wobei es in Unternehmen zu 95% darum geht, eine bestimmte Veränderungskultur aufzubauen. Also wie kriegt man die Menschen dazu, diesen Mindset-Shift hinzubekommen, um eben diesen Zeiten mit Veränderungen umzugehen, um eben Veränderungen nicht als große Bedrohung zu sehen, sondern einfach als Notwendigkeit, um besser zu werden, um zu wachsen. Und naja, mein Hauptmedium sind die Vorträge. Ich bin hauptsächlich als Keynote-Speaker mittlerweile international unterwegs, schreibe, wie erwähnt, meine Bücher drüber, mache aber halt auch noch alles andere, was es um dieses Thema gibt, nämlich Workshops. Wir machen offene Seminare nach wie vor, logischerweise. Ich mache auch Firmentrainings, Unternehmercoachings sehr, sehr viel, aber alles dreht sich von A bis Z um dieses Thema Veränderung, um das Thema Change. Und was fasziniert dich an diesem Thema? Weil du hast ja wirklich dein komplettes Businessmodell darauf ausgerichtet. Naja, es liegt vor allem daran, dass irgendwie der rote Faden, also wir haben es ja eben in dieser kurzen Facebook-Runde so ein bisschen am Rande mitbekommen. Das ist ja das der rote Faden meines Lebens ist schon immer gewesen. Also die Veränderung hat mich eigentlich selber immer begleitet. Und da hat mich dann dieser Gedanke fasziniert, einfach, warum gelingt es manchen Menschen scheinbar so einfach, damit umzugehen und sich auf Neues einzustellen und Entscheidungen zu treffen, Dinge zu kappen, die vielleicht erfolgreich waren und sich auf Neues einzulassen und andere kämpfen so sehr damit und klammern sich an alten Dingen fest, obwohl sie total unglücklich sind und führen dann frustrierte Leben, obwohl sie eigentlich genau wissen, was sie tun müssten, aber machen es irgendwie nicht. Und das hat mich fasziniert. Da willst du mal ansetzen, weil wenn man weiß, wie man mit Veränderungen umgeht, dann ist das einfach das Tollste, was man im Leben haben kann, weil es einfach die Garantie ist, dass du wächst als Mensch. Und wer wächst, der, naja, der hat einfach ein glücklicheres und zufriedeneres Leben als Menschen, die sich festklammern an so alten Dingen und vielleicht so ein bisschen frustriert sind dabei. Du hast uns jetzt die Vorlage für zwei Fragen gegeben. Zum einen, warum fällt es manchen Menschen so schwer und anderen so leicht, sich auf Veränderung einzulassen? Und die zweite Frage dann im Nachgang, wie kann man sich auf Veränderung einstellen? Also erstmal die erste Frage, warum fällt es manchen Leuten schwer und anderen, für andere ist es gar kein Problem? Runtergebrochen, Zweifel, Unsicherheit, Angst. Es ist eigentlich Angst. Es ist die Angst vor dem Unbekannten. Weil es ist so ein bisschen, das ist dieses, was so ein bisschen tricky ist am Thema Veränderung, weil der Status quo, in dem wir leben, egal ob es jetzt was Persönliches ist, ob es unser Job ist, das kennen wir ja. Das ist dieses berühmte, was ganz oft so als Schlagwort Komfortzone beschrieben wird. Wir sind das gewohnt, da haben wir Routinen, da haben wir unsere Standardabläufe, das kennen wir alles, sind wir vielleicht nicht ganz glücklich mit, aber das läuft halt so. Und das kennen wir, das ist bekannt. Und wenn wir jetzt eine Veränderung vorhaben, dann ist das erstmal unbekannt. Wir wissen nicht genau, was kommt da auf uns zu. Und in der niedrigsten Stufe haben wir gewisse Zweifel. Oh, ist es wirklich, soll ich das wirklich machen? Und man grübelt so ein bisschen. Und wenn man das ein bisschen steigert, dann ist es die Unsicherheit. Oh, ich bin total unsicher, was erwartet mich dann? Vielleicht wird es ja schlechter. Und in der stärksten Ausprägung ist es wirkliche Angst. Angst vor dem, was da kommt und aber auch Angst vor dem, was man aufgibt. Und das ist das Schizophrene manchmal. Selbst wenn Menschen vollkommen unzufrieden sind mit der aktuellen Beziehung oder mit dem Job oder was auch immer, die sind völlig frustriert. Manche werden sogar krank, weil das sie so unglücklich macht. Aber trotzdem haben die eine solche Angst, diesen Schritt zu wagen, weil sie eben nicht wissen, was genau kommt da auf mich zu. Und weil die so eine Angst haben, bleiben die lieber da, wo sie sind und werden noch frustrierter, werden noch unglücklicher oder werden dann irgendwann zynisch oder was auch immer. Und wie komme ich da raus? Ganz einfach. Die Frage ist, und das ist erstmal wichtig, dass das jeder Mensch hat. Diese Gefühle hat jeder. Und zwar wirklich jeder. Und oftmals sagen Leute ja auch, naja, diese ganzen erfolgreichen Unternehmer, nehmen wir mal auch hier Elon Musk von Tesla oder hier Jeff Bezos von Amazon, die kennen sowas ja alle gar nicht. Falsch. Die kennen das auch. Ich behaupte sogar, die spüren das viel, viel massiver, als wir das tun, weil die einfach auf einem ganz anderen Niveau handeln und mit ganz anderen Entscheidungen zu tun haben. Aber die Frage ist, wie gehe ich damit um? Lasse ich mich von dieser Angst paralysieren, sitze ich dann so ein bisschen wie der Hase vor der Schlange und mache gar nichts? Oder nutze ich das produktiv?
und sage, okay, ich nehme wahr, dass ich das Gefühl habe, ich akzeptiere, dass ich das habe, das ist normal und nutze das jetzt, um neue Ideen zu generieren oder mir Strategien auszudenken und ganz, ganz wichtig, um ins Handeln zu kommen. Das habe ich ja vorhin in dem Facebook-Livestream gesagt. Wenn man erstmal auf dem Weg ist, wenn man macht, wenn man tut, dann stellt man ganz oft fest, ja, worüber ich die ganze Zeit gegrübelt habe, das ist irgendwie überhaupt nicht eingetreten, ganz im Gegenteil. Und dann hat man die ersten kleinen Erfolgserlebnisse und dann macht man weiter und hat das zweite Erfolgserlebnis und dann macht man weiter und hat man auf einmal ein größeres Erfolgserlebnis. Und ehe man sich versieht, ist man ein ganzes Stück auf dem Weg schon weitergegangen, ist gewachsen und dann hat man auf einmal die nächste Lernaufgabe. Und das ist der große Trick, wie man mit diesen Veränderungen umgeht, diese vermeintlich negativen Gefühle in was Produktives umzuwandeln. Das heißt, erstmal anfangen, was zu tun. Also wenn eine Veränderung unabwendbar ist oder da ist, nicht einfach sitzen. Jetzt höre ich mich gerade wieder doppelt, nee, doch nicht. Nicht einfach sitzen und warten, bis sich jemand anders für dich verändert, sondern einfach irgendwas beginnen, irgendwas tun und dann zu schauen, was daraus kommt. Ist das so das Rezept? Ja, wobei natürlich muss man immer sagen, man sollte schon eine gewisse Intention haben. Es gibt ja ganz viele, Hauptsache ich mache irgendetwas und stellen dann fest, dass es in die völlig falsche Richtung gegangen ist. Also sinnloses Handeln hat auch noch keinem geholfen. Also so ein bisschen eine Idee, was man tut und in welche Richtung man gehen will, ist schon sehr, sehr hilfreich. Aber dann nie auf diese berühmte Perfektion warten, weil der perfekte Moment, den gibt's ganz einfach nicht, sondern irgendwann kommt der Punkt, da muss man was machen. Und ich glaube, gerade in diesen Situationen, wo wir das Gefühl haben, wir haben eigentlich gar keine Möglichkeit, was zu tun, weil wir haben, das sind Sachen, die kommen von außen und wir können sie nicht wirklich beeinflussen. Aber wenn man anfängt, aktiv zu werden, dann haben wir irgendwie das Gefühl, das Heft des Handelns selber in der Hand zu haben und nicht so den äußeren Umständen so hilflos ausgeliefert zu sein. Deshalb, Handeln ist das A und O und immer ein erster Schritt in die richtige Richtung. Okay. Es gibt so den Spruch, wo die Angst ist, ist der Weg. Würdest du den unterschreiben? Ja, den würde ich zu 100% unterschreiben, weil Angst erfordert Mut. Und mutige Entscheidungen haben ganz, ganz häufig sehr, sehr tolle Ergebnisse nach sich. Und deshalb sage ich eben auch die ganz Erfolgreichen, die kennen diese Gefühle. Ich behaupte sogar eher, wer das nicht kennt oder nicht erfährt, der ist eher so dieser klassische, ja, der lebt so ein Leben im Mittelmaß. Ich will das mal vielleicht mit so einem Bild von einer Waage sagen. Also eine Waage kann ja entweder komplett in der Balance sein. Das heißt, ich habe keine Angst, ich habe keine Unsicherheit, ich habe auch keine Sorgen, aber ich habe auch hier irgendwie, ich habe auch keine Erfolgserlebnisse und ich habe auch keine besonders tollen Momente im Leben. Es ist alles so Mittelmaß in der Waage. Wenn ich hingegen hier so richtig da Angst spüre und wenn ich große Sachen habe, dann habe ich auf der anderen Seite, das kann sich auch anders ausbilden, habe ich auch große Erfolgserlebnisse und ich habe große Glücksgefühle und große Zufriedenheit. Das heißt, beide Extreme bedingen sich ein bisschen. Und wenn ich in der Lage bin, diese großen Ängste, wenn ich mich denen stelle und Wege finde, daran zu wachsen, dann ist eben auch die Belohnung in Anführungsstrichen dafür genauso groß, wie die Angst vorher war. Und deshalb ist das ein durchaus sehr spannender Satz mit viel, viel mehr Tiefgang, als es, glaube ich, klingt. Das heißt, warte mal ganz kurz, nur jetzt nochmal für diejenigen, die jetzt gerade zuhören. Das ist dann eigentlich ein anderes Bild von einem Gleichgewicht einer Waage, richtig? Weil wenn ich große Angst habe, habe ich natürlich auch große Veränderungen. Also weißt du, wie ich das meine? Also hier ist die Angst riesig. Ja, vielleicht ist Waage einfach ein falsches Bild. Vielleicht nehmen wir eher ein Pendel. Ja, nehmen wir ein Pendel. Wenn ein Pendel sich nicht bewegt, dann habe ich auch null Bewegung drin. Aber wenn ein Pendel stark zur einen Seite ausschlägt, schlägt es genauso stark zur anderen Seite aus. Also das ist vielleicht besser gesagt. Ja, also habe ich auf der einen Seite habe ich die großen Emotionen, Angst, Sorgen und vielleicht Herausforderungen. Auf der anderen Seite habe ich dann den gleichen Ausschlag, Erfolg, Glück, Zufriedenheit. Also Pendel trifft es, glaube ich, besser. Okay, das heißt, wo bin ich am ehesten bereit für große Veränderungen? Ich glaube, das ist keine Frage des Umfeldes oder des Ortes und ist witzigerweise auch keine Frage des Alters. Was ich ganz, ganz häufig höre, gerade in Unternehmen, wir haben eher eine ältere Belegschaft, die sind natürlich nicht so offen für dieses Thema Veränderung. Und es stimmt ganz einfach nicht. Ich kenne so viele tendenziell ältere Menschen, die so offen sind, die sich Dinge trauen mit Mitte 60, Anfang 70 und so flexibel im Kopf sind. Und genauso kenne ich 18-Jährige, die eigentlich de facto hier oben schon gehirntot sind und nur noch darauf warten, dass sie die nächsten 60 Jahre Richtung Rente dahin vegetieren. Und es ist keine Frage des Alters, es ist eine Frage der Haltung im Kopf und wie gehe ich mit diesem Thema um. Das heißt, der beste Zeitpunkt ist immer dann, wenn
eine Veränderung sinnvoll erscheinen und wenn man wirklich eine Verbesserung damit angehen will, in welchem Bereich auch immer. Das ist dann... Also auch nicht Veränderung um jeden Preis? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, nein. Es muss auch nicht immer, es muss nicht alles, was da ist, ist schlecht. Und nicht jede Veränderung ist gut. Und es ist auch, jetzt passt die Waage besser. Also ich bringe die Waage jetzt einfach nochmal, nachdem sie eben nicht passt. Jetzt passt sie nämlich, denn es ist immer so ein gewisses Balance-Spiel. Auf der einen Seite muss ich immer gucken, was ist es denn auch wert, bewahrt zu werden? Und was hat sich bewährt? Und was muss man vielleicht noch ein bisschen modifizieren, ein bisschen verbessern? Und klar, Werte, Traditionen, Standards, wichtig, dass man das hat, dass man darauf aufbaut. Aber gleichzeitig, das ist die andere Seite der Waage, darf es irgendwie auch keine heiligen Kühe geben. Und wir müssen immer bereit sein, uns zu hinterfragen und auf den Prüfstand zu stellen. Und passt denn das alles noch so? Und auch will ich die erfolgreichen Wege vielleicht radikal umstellen? Und das muss immer in Balance sein. Ich glaube, wenn man das hinkriegt, so die Mischung aus Wagen und Bewahren, dann ist man auf einem ziemlich guten Weg. Ja, das ist sehr, sehr gut, was du gerade ansprichst, weil ich habe gerade überlegt, wie können wir das für unsere Zuhörer greifbar machen, wenn die jetzt da stehen und sagen, okay, ich will was verändern, ne, weil hier muss was verändert werden, es läuft die ganze Zeit gleich. Also ich habe mehrere Dinge auch aus dem heutigen Interview schon mitbekommen. Ist es aus einer Emotion raus, mir ist langweilig und es muss einfach mal anders laufen, oder aus dem Ego raus, ne? Oder ist es wirklich sinnvoll? Ne? Und sinnvoll ist ja dann im Prinzip tatsächlich, was andere davon haben, kann man das so sagen? Haben andere davon wirklich einen Benefit? Zuerst sollte man auch selber einen Benefit davon haben, weil ich sage mal, Veränderung ist gleich Wachstum. Wer sich nicht verändert, bleibt im Stillstand. Und wer im Stillstand bleibt, der entwickelt sich nicht weiter. Und wir können das ja mal ganz radikal runterbrechen, weil unterm Strich, egal ob wir uns nun über leitende Angestellte im großen Konzern oder kleine Solo-Unternehmer oder Mittelständler unterhalten, im Endeffekt machen wir doch alles, was wir tun. Nur dadurch, wir wollen glücklich und zufrieden mit tollen Menschen leben und einfach, naja, eine schöne Zeit haben alle. Aber das schaffen wir nur, wenn wir wachsen als Menschen, wenn wir uns immer wieder neuen Reizen aussetzen, wenn wir uns weiterentwickeln, weil das ist das Salz in der Suppe des Lebens. Ansonsten wird das Leben einfach fad und grau und langweilig. Und wer sich nicht verändert, der bleibt stehen und entwickelt sich tendenziell zurück. Und dann entsteht diese Unzufriedenheit, die Menschen ganz, ganz häufig haben und sagen, ich kann nicht greifen, warum ich unzufrieden bin, weil die sich nicht mehr weiterentwickeln, weil die sich nicht verändern. Und deshalb, Veränderung sollte einen Sinn, eine Intention haben. Im ersten Schritt mal für sich selber, aber natürlich im zweiten Step auch für jemand anders, ganz, ganz klar. Mhm. Ich kenne diesen wunderschönen Spruch aus dem Englischen, what got you here won't bring you there, oder won't get you there. Also Marshall Goldsmith. Ja, genau. Also sprich dieses Reinventing, also zu merken, okay, also ich bin jetzt auf diesem Level von Erfolg angekommen, aber ich will jetzt Geschäftsführer werden. Ey, dann muss ich aber auch andere Dinge lernen, um halt zu lernen, wie ein Geschäftsführerjob so ist. Und dafür muss ich halt komplett neue Dinge lernen und komplett offen sein für die Veränderung, weil auf Geschäftsführerlevel ist das Arbeiten anders als auf, weiß ich nicht, Teamleiterlevel. Das heißt, ich muss mich komplett neu erfinden. Und das ist tatsächlich eine der schwierigsten Sachen, dieses what got you here won't get you there, hört sich ja leicht an, aber es kommt ja immer dann zum Tragen, wenn man in einer Sache besonders erfolgreich ist. Und das stelle ich heute ganz, ganz häufig fest, wenn ich mit Unternehmen arbeite, die sagen, hey, warum sollen wir irgendwas ändern? Wir sind doch erfolgreich gewesen die letzten 5 Jahre. Aber es ist oftmals so, dass sich der Markt massivst verändert und man muss einfach trotzdem diese erfolgreichen Denkweisen, Handlungsweisen radikal verändern, um eben in 5 Jahren oder in 10 Jahren immer noch erfolgreich am Markt zu sein. Das ist schwer dann zu sagen, okay, wir verändern das, obwohl wir erfolgreich sind. Und ich glaube, nichts lässt so bequem werden, wie erfolgreich zu sein. Und hast vollkommen recht, nur weil ich jetzt ein guter Teamleiter bin und habe vielleicht die Karriereleiter im Sturm erklommen und alle haben gesagt, wow, ist das ein guter Teamleiter, heißt das noch lange nicht, dass ich auch ein guter Geschäftsführer bin. Da muss ich den nächsten Schritt gehen, da muss ich mich weiterentwickeln und da muss ich wahrscheinlich auch die Dinge angehen, Katja, vor denen ich am meisten Angst habe, weil ich die vielleicht noch nie gemacht habe und sage, okay, um diesen nächsten Step gehen zu können, muss ich mich dieser Angst aber auch stellen. Und wenn ich das dann gemacht habe, dann wachse ich auf einmal und dann bin ich bereit für diese Position. Jetzt haben wir ja zu Beginn des Interviews gehört, was du schon alles gemacht hast. Und für die, die uns zuhören, ey, das ist voll der erfolgreiche Mensch.
Wie gehst du das denn an, Ilja? Weil du bist ja schon super erfolgreich. Denkst du jetzt, okay, ich bin jetzt super erfolgreich? Oder bist du auch gerade an dem Punkt, dass du sagst, hey, aber jetzt, wenn ich in 5 Jahren noch mal so richtig Next Level will, dann wie ist das denn bei dir? Also zum einen möchte ich mal einen Schritt zurückgehen. Und das ist auch eine meiner größten Lernerfahrungen der letzten Jahre. Für mich beginnt es immer damit, dass ich mir die Frage stelle, was bedeutet denn Erfolg überhaupt für mich? Und zwar wirklich für mich. Nicht, was andere von außen als Erfolg definieren oder was andere gerne hätten, dass Erfolg ist, sondern was bedeutet Erfolg für mich? Und wenn ich das wirklich definieren kann, wenn ich das festmachen kann, dann fällt es mir auch viel leichter zu sagen, wow, genau das, was ich haben wollte, habe ich geschafft und das ist Erfolg für mich. Und seitdem ich mit dieser Herangehensweise arbeite, bin ich natürlich wesentlich zufriedener und glücklicher, als wenn man sich immer nur an Erwartungen von außen orientiert und diesen Erwartungen selten gerecht werden kann. Weil Erfolg ist eine so individuelle Sache. Und für einen ist es das Unternehmen mit 100.000 Mitarbeitern, der andere will eine Karriere im Vorstand machen und der dritte, der sagt, mir reicht es, wenn ich einfach nur Außendienstmitarbeiter bin und dafür jeden Tag pünktlich um 5 Uhr zu Hause meinen Garten haken kann, was auch immer. Das ist halt sehr individuell. Aber natürlich mache ich immer, meistens gegen Jahresende, mache ich eine Bestandsaufnahme und gucke, okay, wie sieht's denn aus? Was habe ich denn im letzten Jahr gemacht und wo will ich denn hin? Und klar, natürlich gucke ich auch jetzt schon, wie muss ich mein Unternehmen weiterentwickeln, um es auch die nächsten Jahre wachsen zu lassen? Ich habe einen großen Strategie-Businessplan, wo will ich mal hin mit dem Unternehmen? Und das heißt natürlich auch, dass ich bei mir wieder Sachen verändern muss, dass ich wachsen muss, dass ich die nächste Stufe der Entwicklung nehmen muss. Und auch da gilt, man kann ja nicht das predigen, aber selbst das nicht machen. Also das ist ja das berühmte Walk the Talk. Das heißt, ich muss natürlich immer mit gutem Beispiel vorangehen und natürlich mich zu immer erst selbst verändern, bevor ich von anderen irgendwas verlange. Okay, jetzt habe ich allerdings einen kleinen Konflikt in meinem Kopf. Das tut mir leid. Das ist ja gut, das ist ja das Schöne. Erzähl uns davon, wir helfen dir, den zu lösen. Also, und zwar, jetzt hast du gesagt, was bedeutet Erfolg für mich? Und dann ist vielleicht die Frage, hey, für mich bedeutet das, ich bin Teamleiter oder ich bin Außendienstmitarbeiter und ich bin glücklich da, wo ich bin. Mhm. Wo jetzt der kleine Konflikt entsteht, ist, wie komme ich denn jetzt aus diesem, ich bin ja glücklich, denken, raus, um aufs nächste Level zu kommen? Weil, was ich jetzt rausgehört habe, ist es denn wichtig? Ist das richtig? Überhaupt sich weiterzuentwickeln, sich überhaupt verändern zu wollen? Weil du hast eben von diesem Unternehmen gesprochen, das gesagt hat, ja, wir sind ja schon erfolgreich, was wollen wir denn? Ergo, wir sind ja glücklich. Ne? Julian Backhaus hat in einem Interview mal bei uns gesagt, Erfolg ist für ihn wie glücklich sein. Ich frage mich halt, wo ist jetzt dieser Triggermoment? Und bisher habe ich rausgehört, Veränderung entsteht häufig eher durch eine Angst heraus oder deswegen sind wir bereit, uns zu verändern. Aber wie komme ich denn jetzt weiter? Welchen Muskel muss ich denn da trainieren, um dann auch zu sagen, okay, jetzt gehe ich weiter? Verstehst du, worauf ich hinaus will? Das ist der Knoten in meinem Kopf, der ist noch ein bisschen wirr. Ich hoffe, dass ich dir dabei behilflich sein kann, den ein wenig zu lösen, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay, sehr gut, danke schön. Das hat aus meiner Sicht sehr viel mit Bewusstheit oder sehr bewusstem Umgang mit sich selbst zu tun. Weil wenn ich sehr bewusst mit mir umgehe, kann ich nämlich auch sehr, sehr gut solche Nuancen mitbekommen. Es ist überhaupt, glaube ich, kein Problem, wenn du in der Position, wo du jetzt bist, glücklich bist. Wunderbar. Genieß das, intensivier das und erfreu dich dran, dass es so ist, dass du einen tollen Job hast und vielleicht auch ein schönes Privatleben, aber ruh dich nicht drauf aus. Das wäre so die wichtigste Botschaft. Check mal immer wieder ab. Alle halbe Jahr vielleicht mal oder alle 3 Jahre, bin ich denn immer noch glücklich oder erzähle ich mir nur eine Story, dass ich glücklich bin? Nein, eigentlich bin ich es gar nicht. Und je ehrlicher ich da mit mir selber bin, dann kommt irgendwann wahrscheinlich der Punkt und ich garantiere, wenn ich wirklich 15 Jahre in der gleichen Position bin und es hat sich nichts getan, das nagt einen Menschen. Also Menschen sind dazu geboren zu wachsen. Irgendwann kommt der Punkt, wo sage ich, da muss dort noch mehr sein. Und wenn es einfach nur ist, dass die neue Aufgaben dazu bekommen oder dass sie mal die Abteilung wechseln oder was, aber irgendwas muss passieren. Und wenn ich das mitbekomme, dann kann ich nämlich sagen, okay, jetzt ist der Punkt gekommen, jetzt muss ich was tun, jetzt muss ich mal gucken, wo soll es denn mal hingehen. Wenn ich das nicht mitbekomme, und das ist leider oft der Regelfall, dann passiert nämlich, dass die Leute eher so ein bisschen grummelig werden und muffelig werden. Und man fragt sich, was ist denn mit dem? Der müsste doch eigentlich happy sein. Aber es ist eigentlich nur der Punkt, der wächst nicht mehr. Und er ist in seiner jetzigen Position vollkommen unterfordert, ohne dass er das selber mitbekommen wird. Und das ist vielleicht so ein bisschen, wie man diesen Konflikt löst.
bewusster Umgang, wobei ich mir durchaus auch da bewusst bin, dass das nicht ganz einfach ist. Mhm. Cool. Danke. Knoten ist gelöst, weil du hast nämlich was sehr, sehr Wichtiges gesagt. Erstens, bin ich denn immer noch glücklich? Wirklich, wirklich? Und Bewusstsein mit mir selbst. Und du hast dieses wunderbare Bild geschaffen von diesem grummeligen, schlecht gelaunten Kollegen. Ja, der ist einfach hoffnungslos unterfordert. Aber anstatt sich selbst bewusst zu sein, nölt er lieber rum, wie doof alles ist. Und das ist ja bequemer. Ne, dann bleib doch in der Opferrolle, dann sei unglücklich. Hm? Wo wir gerade beim Thema Erfolg waren, Ilja, was ist denn für dich Erfolg? Was ist für mich Erfolg? Erfolg ist für mich, ein selbstbestimmtes und zufriedenes Leben zu führen. Mhm. Selbstbestimmt, das heißt, du kannst selber aussuchen, mit wem du arbeitest, was du tust, wann du es tust. Ich würde es andersrum formulieren. Es ist für mich auch, ich habe ganz oft, ich will mal einen anderen Begriff ins Spiel bringen, wenn Menschen Freiheit definieren, höre ich ganz oft, Freiheit bedeutet, ich kann endlich das tun und lassen, was ich will. Mhm. Und da ist auch dran. Für mich ist Freiheit eher die umgekehrte Formulierung, nämlich niemand kann mir verbieten, etwas zu tun oder das zu tun, was ich tun und lassen will. Das ist für mich ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und selbstbestimmt handeln zu können, heißt für mich vor allem, niemand kann mir reinreden bei dem, was ich tun und lasse. Und niemand kann sagen, tut mir leid, heute machen wir das nicht. Das ist für mich Selbstbestimmung. Mhm. Und da bin ich für mich der wichtigste Wert von allen, weil ich stelle immer wieder, wenn ich das nicht kann, dann werde ich unzufrieden. Und Zufriedenheit ist die zweite Komponente meiner Erfolgsdefinition. Das heißt, wenn A nicht stimmt, passt B auch nicht. Und also ist das ganz, ganz wichtig für mich. Das heißt, in der Definition kann es sein, dass du mit einer bestimmten Situation in einem Monat erfolgreich bist, aber dann sich irgendwelche Umstände geändert haben. Du plötzlich merkst, okay, da ist jetzt ein Kunde, der redet mir, versucht mir ständig reinzureden und irgendwie eine Unzufriedenheit macht sich breit und du dann quasi das umschlichen, du dann nicht mehr erfolgreich bist und was ändern müsstest, um wieder erfolgreich zu sein, richtig? Ja, so kurzfristig betrachte ich das tatsächlich. Also ich habe das vorhin... Wir haben beide voll die Knoten im Kopf. Ihr stellt echt gute Fragen, muss ich sagen. Das verleitet mich so ein bisschen dazu, etwas verwirrende Antworten wahrscheinlich zu geben. Das war einfach nur, muss jetzt nicht ein halbes Jahr sein, aber im Prinzip, das kann sich durch äußere Umstände, bist du plötzlich, obwohl du vielleicht noch genauso viel Umsatz machst und genauso viel gebucht wirst, bist du plötzlich in deinen eigenen Augen nicht mehr erfolgreich, weil du halt nicht mehr selbstbestimmt bist. Das ist super. Ich habe das vorhin angeteasert im Facebook-Livestream. Ich habe für mich, für mein Leben und vor allem auch für mein Unternehmen, habe ich 4 sogenannte unverhandelbare Grundprinzipien, an denen ich alles ausrichte. Und die lauten wie folgt. Erstes Prinzip, ich muss selbstbestimmt handeln können. Zweitens, ich muss Geld verdienen. Und zwar nicht, weil ich so geil auf Geld bin, sondern weil ich damit meine Familie ernähren möchte. Drittens, es muss sinnvoll sein. Es muss einen Sinn haben. Das heißt, ich habe keine Lust auf irgendwelche Dinge, die vollkommen sinnbefreit sind. Und viertens, es muss eine Menge Spaß machen. Das sind meine 4 Kriterien, an denen ich alles ausrichte. Wo ich immer frage, wenn ich irgendwie ein neues Projekt habe oder irgendein Jobangebot, muss nur diese 4 Dinge dagegen halten, kann sofort sagen, Daumen hoch oder Daumen runter. Okay, krass. Jetzt komme ich zu deiner Frage. Ich habe die ja nicht vergessen. Also wenn jetzt kurzfristig mal irgendwie ein Projekt kommt, wo ich genau feststelle, oh, da bin ich aber jetzt in einem Konzern und mache ein Projekt für 1-2 Monate, da kommt immer der Vorstand an und der will auch mitbestimmen sein. Das dürfen Sie so nicht machen. Und das finde ich nicht toll. Aber ich bin natürlich bereit, kurzfristig zu sagen, okay, das gehört jetzt einfach dazu. Ist dieses Projekt, ist es absehbar? Ist okay. Mhm. Es kann auch mal sein, dass ich kurzfristig sage, okay, ich mache jetzt einfach was, das macht mir so viel Freude, da verdiene ich jetzt nicht viel Geld mit. Ist auch okay. Es kann auch mal sein, dass ich eine Aufgabe mache, weil sie einfach, die ist so stupide, aber sie gehört zu irgendwas dazu. Kurzfristig okay. Und selbst was den Spaß angeht, kann ich mich dazu überreden, für eine ganz geringe Zeit das mitzumachen. Aber wenn ich mitbekomme, dass das mittel- oder langfristig nicht gegeben ist, weiß ich sofort, Bremse, Kurs justieren und sofort Zeit für eine Veränderung. Das ist für mich einfach ein wunderbarer Kompass, an dem ich alles ausrichte. Und in dieser Zeitspanne definiere ich dann auch Erfolg oder Nicht-Erfolg. Okay, ja, verstanden. Sehr geile Grundsätze, finde ich, die 4. Also sich das auch zu überlegen, was ist mir denn wichtig? Was sind denn für Punkte, die mir wichtig sind? Und so die verschiedenen Aspekte mit reinzupacken. Und wenn... ich finde es auch logisch zu sagen, okay, bei kurzfristigen Projekten kann ich auch auf das eine mal ein bisschen runterschrauben, aber wenn es dann immer nur, gut, ich verdiene zwar viel Geld, aber es macht mir gar keinen Spaß, ist,
dann kippt es ja auch wieder. Und dann bringt es ja unterm Strich dann auch keine Zufriedenheit mehr. Ilja, wenn du nach einem für dich perfekten Tag abends im Bett liegst und den Tag Revue passieren lässt, was hast du an dem Tag gemacht? Puh, jetzt habe ich ja vorhin diese gewagte Aussage getroffen, die ich aber auch unterschreibe. Sowas wie den perfekten Moment gibt es nicht. Und ich überlege, ob es den perfekten Tag gibt. Also wenn es ihn gibt, würde dieser perfekte Tag wahrscheinlich so aussehen, dass ich ganz früh morgens aufstehe, erstmal eine schöne Runde Golf spiele, den Rest des Nachmittages mit meiner Familie, also mit meinen beiden Töchtern und meiner Frau irgendwo schön hingefahren bin. Abends sind wir irgendwie schon essen oder haben auf der Terrasse gegrillt. Dann habe ich noch ein schönes Buch gelesen. Und das wäre für mich ein total perfekter Tag. Und auf einer Skala von 1 bis 10, was würdest du sagen, wie groß ist die Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen, dass es ein perfekter Tag wird? Also 1, überhaupt keinen Einfluss, 10 ist volle Eigenverantwortung. Sagen wir mal eine 7. Und sage ich mit dem Zusatz, dass ich ein riesen Mega-Fan von diesem Thema persönliche Verantwortung bin, weil es das ist eine der Sachen, die mich am meisten aufregen, wenn ich nach draußen schaue, ob das jetzt in Unternehmen ist oder Gesellschaft insgesamt. Die Leute sind überhaupt nicht mehr bereit, diese Verantwortung zu übernehmen. Jeder zeigt mit dem Finger auf andere, sagen, der ist schuld oder der müsste was machen oder wie soll ich denn hier vorankommen, wenn die das immer macht. Und keiner guckt auf sich und alle zeigen immer gerne mit Fingern auf anderen. Dabei ist es umgekehrt so viel einfacher, persönliche Verantwortung zu übernehmen und für die Dinge zu stehen, die gut geklappt haben, aber auch für die einzustehen, die nicht so gut geklappt haben, weil das gehört auch dazu. Sage aber 7, weil es natürlich auch im Leben Dinge gibt, die wir eben nicht beeinflussen können und die genauso dazugehören. Und jeder von uns hat schon mal einen schlechten Tag gehabt, wo wir sagen, wow, was habe ich nur verdient, dass mir das alles passiert. Aber es passiert eben. Das nennt sich Leben. Und ich glaube, es wäre auch langweilig, wenn jeder Tag wirklich perfekt wäre. Und wir mögen ja bei Menschen, also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es euch geht, wir mögen ja auch keine perfekten Menschen, die dürfen ja auch ihre Macken haben und Ecken und Kanten haben. Das ist doch viel interessanter, als wenn jemand so ganz perfekt ist. Und ich glaube, so ist es auch bei Tagen. Also auch so ein Tag darf man einen kleinen Regenschauer haben oder eine kleine Sache, die nicht so funktioniert. Ich glaube, das macht es interessanter, ganz einfach. Das ist wie die Standesbeamtin damals bei der Hochzeit meines Bruders gesagt hat, als sie über Streit gesprochen hat, dass auf Regen immer Sonnenschein folgt. Ja, und dann gibt's ja diesen, ich weiß nicht, ich bin ja wieder so ein Oldie-Spruch von mir, großer Loriot-Fan, und es gibt ja in dem tollen Film Papa Ante Porters, wo sie völlig zerstritten untereinander sind und mit ihren Schwägerinnen gegenüber im Zug sitzen und die erzählen, wir haben nie Streit, wir haben eine harmonische Beziehung und das gibt's eben überhaupt nicht im Leben. Wer nie streitet, der macht sich entweder was vor oder die Frage ist halt nur, wie streitet man und wie geht man damit um? Weil ich glaube, so ein ganz Leben ist immer, das ist wie bei meinem Pendel. Wenn nichts nach oben und unten ausschlägt, dann ist es einfach langweilig. Und langweiliges Leben wollen wir doch alle nicht haben. Nee, absolut. Das heißt, wenn wir über die drei wichtigsten Fähigkeiten von Mitarbeitern der Zukunft sprechen, was fällt dir dazu ein? Puh, jetzt habe ich ja vorhin schon die drei wichtigsten Eigenschaften von Führungskräften und Unternehmern gesagt. Bei Mitarbeitern Flexibilität. Nichts wird so sein wie Flexibilität in der Zukunft, einfach weil sich die Anforderungen massivst verändern, und zwar in immer schnellerer Taktung, sowohl was die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen angeht. Es wird ja alles immer komplexer, alles immer schneller, alles immer intensiver, unberechenbarer, aber natürlich auch von den Anforderungen intern in den Unternehmen. Und je flexibler ich im Denken und Handeln bin, desto gelassener kann ich damit umgehen, weil ich sage, okay, egal was so kommt, ich werde auf jeden Fall einen Weg finden, damit irgendwie umzugehen. Also Flexibilität finde ich sehr, sehr wichtig. Dann vielleicht dieses Konzept des lebenslangen Lernens, also niemals aufzuhören, sondern immer sich weiterzubilden. Und das muss gar nicht nur formal sein über Seminare oder Schulungen oder Bücher lesen. Das kann auch sowas sein wie, reist mal irgendwo in ein Land, wo du noch nie warst, oder geh mal irgendwie in ein Restaurant. Man muss ja nicht jeden Abend nur zum Schnitzel essen gehen, sondern man kann ja was anderes ausprobieren, und dadurch lernt man ja auch viel. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man lernt und lernt und lernt. Ja, und das Dritte ist einfach, ich glaube, da nehme ich das Gleiche, was ich vorhin gesagt habe beim Unternehmer, auch da würde ich mit Empathie unterschreiben. Geh vernünftig mit deinen Kollegen um, geh vernünftig mit deinen Kunden um, geh vernünftig mit deinem Chef um. Kommuniziere immer auf Augenhöhe, sowohl nach oben in der Hierarchie, aber auch nach unten. Und die Arbeit macht viel, viel mehr Spaß.
Super. Flexibilität, lebenslanges Lernen und Augenhöhe. Und fallen dir dazu vielleicht ein paar Bücher ein, wie man sich da reinlesen kann, wie ich jetzt Empathie lerne oder so? Ja, mir fällt tatsächlich eins ein. Ist mir gerade spontan in den Kopf gekommen. Das stammt von meiner wunderbaren Kollegin Dr. Monika Hein. Die hat nämlich ein Buch mit exakt diesem Titel geschrieben, Empathie. Und das ist vor, ich glaube, vor einem halben oder dreiviertel Jahr im Gabal Verlag erschienen. Ist ganz, ganz toll und beschäftigt sich exakt mit diesem Thema. Mhm. Super. Ansonsten zum Thema flexibles Denken, um die Ecke denken, kann ich eigentlich jedes einzelne Buch von Seth Godin super empfehlen. Super empfehlen. Er hat ganz, ganz tolle Bücher geschrieben. Die Ecos Deception heißt es im Original. Ich weiß gar nicht, wie auf Deutsch. Aber ich empfehle die auch unbedingt im Original auf Englisch zu lesen. Ist nicht schwer zu lesen. Und der schafft es immer wieder, mein Denken so massivst herauszufordern und mich zum Umdenken zu bringen. Und darauf kommt es an, dass man sich selbst immer wieder hinterfragt und sich auch gedanklich neuen Reizen aussetzt. Also der schreibt ganz, ganz tolle Bücher. Und ja, vielleicht ein Buch, das ich gestern auf einem internationalen Change-Kongress empfohlen habe, weil es das Buch ist, das ich, glaube ich, in meinem Leben am meisten verschenkt habe. Und zwar ist das von Spencer Johnson, Who Moved My Cheese? Das heißt im Deutschen total langweilig, die Mäuse-Strategie von kenne ich. Habe ich gelesen. Hammer. Ein totaler Titel auf Deutsch, aber im Englischen heißt es Who Moved My Cheese? Ist eine Fabel mehr oder weniger von zwei kleinen rattenähnlichen Wesen, die in einer unterirdischen Welt von Käse leben und den Käse bunkern. Und irgendwann ist der Käse halt weg. Und das ist, klingt jetzt sehr albern, ist ein ganz, ganz tolles Buch und beschreibt ganz spitzenmäßig, wie Menschen mit Veränderungen umgehen. Das kann ich nur empfehlen. Sehr geil. Sehr, sehr cool. Packen wir alle Links in die Shownotes und natürlich auch zu deinen Büchern. Werden wir auch in die Show. Ja, du hast vielleicht noch ganz, ganz wichtig, das neunte Buch, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Ilja. Lass uns doch noch kurz darauf eingehen, wenn du magst. Ja, sehr gerne. Ich habe ja mal von einer PR-Dame einen tollen Rat bekommen, die hat gesagt, geh nie in irgendein Interview, wenn du nicht ein Buch am Start hast, weil ansonsten wird es nicht präsentiert. Ich mache das natürlich gerne. Mein neues Buch passt aber auch sehr, sehr gut zu dem ganzen Thema, das wir besprochen haben heute. Das heißt nämlich Radikal menschlich, Erfolgsfaktor Persönlichkeit in Zeiten der Veränderung. Mhm. Passt ja das extrem gut. Es ist aber auch aus einer, wie soll ich sagen, es ist dadurch entstanden, dass ich zugehört habe, weil im Laufe der letzten zwei Jahre, egal in welchen Unternehmen ich war, und ich habe ja das große Glück, als Keynote-Speaker in wirklich sämtlichen Branchen zu sein, von A bis Z, es geht bei kleinen mittelständischen Unternehmen los und es endet bei großen globalen Marken. Und in allen diesen Unternehmen ist eigentlich ein Thema omnipräsent gewesen, wo bleibt der Mensch, wenn sich um uns herum alles immer massiver verändert, in Zeiten von künstlicher Intelligenz oder Roboter übernehmen irgendwelche Tätigkeiten, Softwareprozesse ersetzen Menschen und Chatbots übernehmen irgendwelche Zentralen und sowas. Und naja, und da habe ich angefangen zu sagen, okay, wie kann man den Mensch in den Mittelpunkt stellen? Weil ich der festen Überzeugung bin, und das begründe ich in diesem Buch auch, dass bei all dieser Technisierung und Digitalisierung der Mensch immer noch der wichtigste Erfolgsfaktor der nächsten Jahre sein wird, weil der Mensch bestimmt, wie wir diese Technik einsetzen. Und manche Dinge können künstliche Intelligenzen auch einfach nicht abbilden. Ja, und darum dreht sich das ganze Buch auf der persönlichen Ebene. Wie muss ich wachsen? Also wie kann ich dieses Konzept des lebenslangen Lernens in meinen Alltag integrieren? Und als Unternehmen, wie schaffe ich es, die Menschen mitzunehmen und für unseren Weg zu begeistern? Darum geht es mehr oder weniger auf knapp 200, ich glaube 50 Seiten oder so. Kommt wann raus? Ach so, kommt am 21. August raus. Da muss man noch die anderen Bücher alle von dir lesen. Ja. Und kann bereits jetzt vorbestellt werden. Ah, okay. Sehr geil. Super. Klasse. Und du gibst auch offene Seminare, hast du zwischendurch erzählt. Hast du jetzt in diesem Jahr noch was am Start? Ja, ich habe sogar drei Sachen noch am Start. Also ich möchte mal eine Sache herausgreifen, die ich vielleicht gerade im Rahmen der Dinge empfehlen kann, die wir heute besprochen haben. Denn ich habe ein Eintages-Event, das nennt sich der Personal Transformation Day, wo wir eigentlich exakt das machen, worüber wir uns
vorhin fast eine halbe Stunde unterhalten haben. Nämlich, wir fangen an mit dieser ganz großen Frage, was will ich denn überhaupt im Leben? Wie stelle ich mir meinen perfekten Job vor? Wie soll mein Leben aussehen? Wie könnte eine mögliche Karriere aussehen? Also wirklich, wir fangen ganz groß an, entwickeln sowas wie eine Art, wie eine Lebensvision und werden dann immer konkreter. Und am Ende des Abends gehen die Leute wirklich mit einem ganz konkreten Umsetzungsplan raus und wissen, das will ich, so kann ich es bekommen und das muss ich tun, um das zu erreichen. Und das ist eines der Tage, die machen mir so unwahrscheinlich viel Spaß, weil es immer wieder toll ist zu beobachten, was an einem Tag bei Menschen passieren kann, die vielleicht mit einer völligen Konfusität, gibt es das Wort Konfusität, also die sind völlig konfus im Kopf. Ja. Knoten. Ist das Wort? Ja, Konfusion. Konfusion, ist das auch das falsche Wort? Ja, ich vermute ja. Die kommen in eine Konfusion rein und gehen abends mit Klarheit und hochgekrempelten Ärmeln los und sagen, okay, Attacke, ich mache es jetzt einfach. Und ja, das macht immer wieder Spaß. Und ja, ich habe auch noch eine 50-jährige Coaching-Ausbildung, die ist im November, die ist aber dann schon vielleicht etwas für fortgeschrittene Leute. Mhm. Dieser Personal Transformation Day, gerade für die Menschen, die uns zuhören, weil das sind ja Menschen, die davon überzeugt sind, dass es A, noch mehr gibt im Leben als ein langweiliger 9-to-5-Job und dass man im Job auch glücklich sein darf. Und ich glaube, dass Klarheit eine ganz, ganz große Rolle dabei spielt. Und finde es mega. Also Personal Transformation, der hört sich richtig geil an. Hast du da vielleicht was für unsere Hörer? Ob ich da was für eure Hörer habe? Du meinst so ein Goodie oder Bonbon oder sowas? Das ist mega spontan, sorry. Ja, ich bin ja für spontane Sachen immer zu haben. Also ich habe im Moment noch nichts, aber ich denke mir was aus und wir machen Folgendes. Ich schicke euch einen Special-Link, der nur für euch, für eure Hörer in die Shownotes des Podcasts kommt. Und wenn ihr darauf klickt, kriegt ihr ein Spezialangebot, das es nirgendwo anders gibt. Einverstanden? Ja. Sehr geil. Wow, super. Das hört sich ja super an. Vielen Dank. Das ist mega fett. Und weil ich finde, dass dieser Personal Transformation, der einfach mega zu dem passt, was unsere Hörer jeden Tag so beschäftigt. Und die können, weißt du, die haben dich kennengelernt, die haben gemerkt, hey Mensch, der Eher, der ist ja mega sympathisch, dann sehe ich den auch noch auf der Bühne. Richtig cool. Also klasse. Dankeschön. Sehr geil. Sehr gern. Oh, ich könnte stundenlang weiterreden. Aber mit dem Blick auf die Uhr und auf die Zeit. Frage einem, der mit Reden sein Geld verdient, sowas nie. Sonst könnte ich das eventuell ausnutzen. ja, wir sind tatsächlich am Ende eines super spannenden, sehr, sehr kurzweiligen Interviews angelangt. Vielen Dank an dich, lieber Hörer, dass du dabei warst, dass du zugehört hast, auch an die Facebook-Zuschauer, die bis zur Hälfte dabei sein durften und die sich den Rest jetzt angehört haben. Wenn du, lieber Hörer, lieber Zuschauer, mehr über uns wissen möchtest, dann komm auf unsere Webseite www.die-berufsoptimierer.de. Besuch uns auf Facebook. Wir haben da auch eine Facebook-Gruppe Zufrieden arbeiten, erfolgreich leben. Komm da sehr, sehr gerne rein. Auf Insta werden auch regelmäßig Stories geteilt. Und wenn du uns einmal live erleben möchtest, wir planen gerade unser erstes Eintages-Event in der Nähe von Düsseldorf. Das wird am 22. September 2018 stattfinden. Und da freuen wir uns sehr, wenn du auch dabei bist. Ilja, wann war nochmal der Personal Transformation Day? Das ist mir gerade noch für dich. Ist der auch am 22. September? Oh Gott. Nein. Eine Woche vor, erst am 29. September und zwar auch nicht in Düsseldorf, sondern in Berlin. Also. Okay. Gut, dann kommt ihr erst nach Düsseldorf und dann reist ihr eine Woche später nach Berlin. Das sollte ja reichen. Kann man, glaube ich, auch zu genau. In einer Woche. Ja. Okay. So, liebe Zuschauerinnen, Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuhörerinnen, wir haben heute sehr, sehr viel über Veränderung gesprochen. Und Ilja hatte gesagt, Klarheit, Entscheidung und Empathie sind so die drei wichtigen Faktoren, zumindest als Leader, also als Mensch, der andere Menschen bewegt. Und daraus hervorgehend, also wie möchtest du sein, wo möchtest du hin, was ist dein Ziel, dem folgt ja eine Vision. Und unsere Frage ganz konkret an dich ist, was ist deine Vision? Unsere Vision ist es, bis Ende 2021 eine Million Menschen mit diesem Podcast erreicht zu haben und ihnen dadurch Mut gemacht zu haben, auf ihre Fähigkeiten zu vertrauen und sich zu trauen, ein glückliches, erfülltes und erfolgreiches Leben anzustreben und zu erreichen. Und wenn du uns dabei unterstützen möchtest, dann gib uns jetzt deine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, Stitcher oder Google Play.
weil nach dem Podcast-Ranking nur 5 Sterne dazu führen, dass dein Karriere-Podcast auch ganz viele Menschen erreicht. Damit verabschieden die Berufsoptimierer Katja und Bastian sich von dir, lieber Hörer, und ich übergebe das letzte Wort an unseren Interviewgast, Ilja. Wow, da danke ich dafür. Also erste wichtige Botschaft, vergesst nicht, dem Podcast 5 Sterne zu geben. Das kommt ja immer besser, wenn man das von außen nochmal sagt. Also die beiden machen hier wirklich einen ganz, ganz tollen Job und mir hat das unheimlich viel Freude bereitet und ich werde das auch noch machen, nachher 5 Sterne geben und mach du das auch, dauert 2 Sekunden und tut überhaupt nicht weh. So, Werbeblock zu Ende und jetzt zu meiner Botschaft. Und ja, wir sprechen ja über Beruf und Berufsoptimierer und über dieses ganze Feld Job, Arbeit, und natürlich ist Arbeit ein Feld. Wir verbringen den Hauptteil unserer Wachzeit, wenn wir nicht gerade schlafen. Es soll ja manche Menschen gehen, die schlafen auf der Arbeit, aber die normalen Menschen verbringen den Großteil ihrer Wachzeit eben mit ihrem Job. Und ich sage einfach mal, das Leben ist zu kurz, um es mit einem Job zu verschwenden, der langweilt, der nicht erfüllend ist, der vielleicht sogar frustriert. Deshalb ist es wichtig, genau hinzuschauen, wie sieht meine Vision aus beruflich? Was erwarte ich mir von einem Job, der mich wirklich erfüllt? Und wenn du feststellst, dass du einen Job hast, der dich langweilt oder der dich frustriert, dann änder was. Das Leben ist so kurz und es bedarf einer kleinen Entscheidung. Und du hast es an meinem Beispiel gesehen und ich kenne hunderte andere, die das Gleiche gemacht haben, die eine Veränderung vorgenommen haben und auf einmal einen Job haben, der sie wirklich erfüllt. Und das möchte ich auch sagen, nicht jeder muss Unternehmer werden wie ich. Es gibt ganz, ganz viele da draußen, ich glaube sogar die große Mehrheit, die in einem angestellten Job, in einem mittelständischen Unternehmen, in einem Konzern viel, viel besser aufgehoben sind, da ihre wahren Stärken. Aber wichtig ist, verschwende deine Zeit nicht mit einem Job, der dich frustriert, weil das Leben kann manchmal schneller vorbei sein, als wir uns das vorstellen. Ich weiß, es ist eine Binsenweisheit, aber ich wollte die Gelegenheit nutzen, dich nochmal dran zu erinnern. Vielen Dank.